Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte mit Ihnen noch ein bisschen an diesem sehr besonderen Evangelium bleiben. Jesus ist wieder in Bethanien. Bethanien liegt hinter dem Ölberg, ganz nah bei Jerusalem. Dort leben Maria und Martha und ihr Bruder Lazarus. Und den Lazarus hat Jesus ja vom Tod befreit und wieder auferweckt. Und jetzt haben sie Jesus zu einem großen Essen eingeladen. Ja, und die Rollenverteilung ist ein bisschen wie vorher. Martha bedient, sie kümmert sich um alles, was nötig ist. Und Maria konzentriert sich ganz auf Jesus. Sie nimmt einen Pfund, das waren 350 Gramm ungefähr, von dem kostbaren Nardenöl, einem sehr teuren Öl, und salbte Jesus damit die Füße. Es ist kein Akt der Fußwaschung, wie man das vor Mählern hat, sondern das ist etwas besonders Herausgehobenes. Sie salbt ihm die Füße und dann heißt es, sie trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Eine völlig ungewöhnliche Geste. Eine Frau löste vor Männern nicht ihre Haare. Das galt als, ja, übergriffig, unziemlich. Maria tut das. Und ja, das Öl hat sie dann auch in ihren Haaren. Das Öl, von dem es heißt, das ganze Haus wurde von seinem Duft erfüllt. Und dieser Geruch verbindet jetzt Jesus und Maria in besonderer Weise. Es ist ein Akt einer ganz großen, einzigartigen Liebe. Es hat sicher auch eine erotische Note, einen Beiklang, der erst einmal ungewöhnlich ist. Kein Wunder, dass es Menschen gibt, die daran Anstoß nehmen. Judas, der Mann für das Geld und die Kasse, ärgert sich darüber, dass dieses kostbare Öl so verschwendet wird. Er weiß, man hätte es verkaufen können für 300 Denare. Damit Sie eine Vorstellung haben, ein Denar, das bekamen die Tageslöhner für einen Tag Arbeit. Also mit 300 Denaren konnte man bescheiden schon fast ein Jahr leben. Und das wird jetzt in dem Moment einfach eingesetzt, aufgebraucht und weggegeben. Es ist eine überschwängliche Liebe, eine Liebe, die nicht zählt und nicht rechnet. Judas denkt anders. Er sagt, man hätte den Erlös den Armen geben können. Aber eigentlich, so das Evangelium, geht es ihm nicht um die Armen. Er ist sicher nicht gegen karitatives Handeln, aber er zählt, er ist kleinlich, er kann nicht verschwenden. Und Liebe ist verschwenderisch. Jesus macht noch einen anderen Bezug deutlich. Er spricht davon, dass er gesalbt werden muss für sein Begräbnis. Wir wissen, dass Josef von Arimathäa später bei der Grablegung Jesu ja viel Öl und viele kostbare Spezereien bringt, damit der tote Leichnam Jesu gesalbt werden kann. Jesus sieht darin jetzt schon einen Hinweis. Er weiß, dass er diesen Weg gehen muss, den Weg des Leidens, der ihn zum Tod führt. Und er sagt, ja, jetzt bin ich da. Jetzt könnt ihr mir Gutes erweisen. Die Armen habt ihr immer. Ja, und wir wissen, dass arme Menschen, notleidende Menschen wird es immer geben.
Man kann immer Gutes tun, soll auch immer Gutes tun. Aber jetzt ist dieser einzigartige Augenblick, wo Jesus da ist, wo Maria ihm all ihre Liebe erweisen kann. Amen.